wurde verkohlt. Tanne schwimmt schon wieder. Was? Ja, jetzt sieht man das endlich mal, wenn Leute schwimmen. Ja. Ich will das auch sehen. Schwimme ich bei dir auch, Abbas? Muss ich jetzt Werbung für meinen Stream machen. Ja, hier, Werbung für den Stream. Aber Tanne ist wieder am Schwimmen. Blub, nee, bei blub, wunder, blub, wundervoll. Blub, blub, nur in deinen Augen. Jetzt immer noch? Oh, habe ich mich fast erschrocken. Immer noch? Was ist das? Nee, jetzt hast du aufgehört. Okay. Aber nicht wegschmeißen. Was denn? Du hast dich erschrocken? Oh. Ich krieg Essen gespawnt. Schon wieder? Ich krieg Schoki gespawnt. Hä, du hast doch schon was zu essen gespawnt bekommen. Ja, aber jetzt habe ich Schoki gespawnt bekommen. Also heiße Schokolade. Nee, was ist das? Krass. Schokocino. Boah. Schokocino. In einer ganz süßen Tasse, die ich Marcel geschenkt habe. Und jetzt kriege ich die. Das mache ich auch immer so. Fancy. Das ist lustig. Von so einem French, also hier ist so ein Frenchie, ne? So ein französische Bulldogge. Ja. Das ist ganz witzig. Apropos. Die hat er zu Weihnachten bekommen, beziehungsweise im Adventskalender. Ich hab auch so eine tolle Geschichte von so einer Tasse. Ich war hier auf einer kleinen Convention hier in Hamburg. Das war nicht die Comic-Manga-Messe, sondern so eine ganz noch kleinere. Sorry, Baumfeld. Und da war Chan auch, der hat für Rune halt so ein paar Sachen verkauft. Und da habe ich da so geguckt und dachte so, oh, da sind ja süße Tassen. Da war da so eine süße Tasse, wo so eine Katze drauf gezeichnet worden ist, die sich in einem Karton quetscht. Und darunter steht auf Englisch, es passt. Und ich so, dann habe ich die... Genau, dann habe ich, oder so ähnlich. Und dann habe ich die halt abfotografiert, nicht so Herr Baum geschickt. Ich so, was hältst du denn davon? Wie findest du denn die und so? Er so, oh, wir haben genug Tassen. Na, dreimal kannst du raten, wer die Tasse jetzt am meisten benutzt. Ja. Aha. Mhm. Wer sie am wenigsten benutzen darf und wer sie am meisten benutzt. Herr Baum. Ich baue mal ein Gerüst hier hin. Okay. Sagt mal, habt ihr hier irgendwie keine Kiesel rumliegen? Achso, du brauchst ja auch ein bisschen Werkzeug, ne, Frau Abbas? Also, ich kann auch einfach hinter euch herrennen, aber wenn... Nein! Du kannst dich im Haus umgucken und kannst mal die Kisten durchgucken. Du kannst auch meine... Ich kann mal die Kisten durchgucken. Genau, du kannst auch mal durch meine Kiste oben im Bett gucken, vielleicht habe ich da auch noch was. Du kannst dich wirklich bedienen. Hast du eine an deinem Bett? Du hast auch eine an deinem Bett. Okay. Wir haben da alles hingepackt. Aber stell dich doch einfach mal unten in den Raum rein und guck, was du craften kannst. Man muss ja die Kisten nicht mehr öffnen. Ja. Oh. Man kann sich ja jetzt einfach in den Raum reinstellen und gucken, was man so craften kann. Wegen dem Update. Kommt man hier hoch? Nee, oh. Ich bin auf Tanne gesprungen. Bist du auf mich gesprungen jetzt? Ich stehe auf dir. Du stehst auf mich? Was ist, was ist denn der Unterschied zwischen einem... Ich habe euch nichts getan. Ja, das sagen sie alle. Ich bin angerutscht. Das sage ich meiner Mami. Nein. Och nee, bitte nicht. Nicht der Mama sagen. Aua. Aber M. Ich komme hier nie mehr raus. Vielleicht ducken? Geht. Okay. Ja, wir könnten ja hier so. Was tust du? Ich baue eine Rampe. Ich kann wieder hochlaufen. Wenn wir ein Schweinchen finden, hätten wir eine Rampe. Oh, okay. Oh Mann. Und ich mache schlechte Witze. Ja, ich muss ja mithalten, wa? Arabask und immer schön in den Kisten aus der Mitte. Das brauchen wir. Nein! Da kennst du mich nicht. Also ich habe jetzt einfach mal gecraftet. Ich weiß nicht, woraus das jetzt genommen wurde. Ja, das zieht sowieso überall raus. Also das. Aber grundsätzlich bin ich die Letzte, die irgendwas in einer Kiste unorganisiert. Oder dann musst Duri dich ja lieben. Ich bin halt auch so ein Monk, ne? Ich bin ja nicht so ein Monk wie Katrin. Katrin ist ja hier der Obermonk. Was? Also ich weiß noch, wir haben letztes Jahr ganz viel Last Oasis gespielt. Das ist ja auch ein Survival.
Und da waren wir in so einem Clan und das war eine Riesentruppe und wir haben ein Lager gehabt und ich war eigentlich nur dafür da, die Sachen in die Kisten zu sortieren. Das hat wirklich Spaß gemacht. Weil ich kenne das, ich habe das in der Firma halt. Ich bin auch immer eine, die immer gleich alles wegsortieren möchte und ordentlich machen will, weil bin auch nicht so eine, die das auch mal morgen. Ich hasse das. Ich kann das verstehen. Hier war gerade so ein Käfer. Ja, es kommt hier immer öfter so vor, dass hier ein Käfer kommt. Es tut mir leid. Es tut mir leid, ich muss. Stinkekäfer. Wie nicht unterstützt. Hä? Ich geb dir gerade. Du musst das anbauen. Ja, ich war schneller. Ja, aber ich konnte hier gerade nicht anbauen. Doofnuss. Schneller meine ich Dori mit. Ja, ja. Du kannst dich anbauen, weil das andere noch nicht fertig war. Ach so. Das haben wir noch nicht fertig. Fasern und Seile. Seile? Also du musst aus den Fasern die Seile machen. Mhm. Ich hab nicht gecheckt, dass das Ding noch nicht fertig ist. Dann hab ich voll runtergefallen. Ja, ich auch nicht. Oh Mann. Ah, hallo Bald am Meer, schön, dass du da bist. Was wir gerade bauen, gerade das Community-Projekt. Achso, ihr könnt auch immer gerne mal Ideen oder so rausholen, was wir mal bauen sollen. Jetzt ist gerade das Community-Projekt das Dorianische Pferd. Ich werde angegriffen. Dann schlag zurück. Ich weiß nicht, was es ist. Es ist laut und brummt. Und als nächstes kommt der Schiff. Es ist laut und brummt? Oh, das ist eine Mücke. Geh weg, geh weg, geh weg. Geh, Quedlin, weg, hau ab, los, oh nein! Ich habe das Vieh. Kami, rette sie! Lass das! Es ist laut und brummt, eine Mücke. Was? Monke sagt, wir sollen das Kolosseumbaum, ich glaube, es hackt. Das hat auch in Lego-Form schon viel zu viele Teile, das geht gar nicht. Böse, 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 böse. Wie das aussieht. Meinst du, die ist böse? Ha, ich kann auch stechen. Ich habe dich gerettet. Oh, ist das romantisch. Ist das aber romantisch. Möchtest du mit mir im Sandkasten spielen? Oh. Oh, war das jetzt ein Nein? Lass uns nicht drüber reden. Monkel hat noch eine Idee. Den Todesstern. Oh, wow. Er hat in Lego-Form auch zu viele Teile. Und ist viel zu teuer. Oh, guck mal, hier ist noch meine erste provisorische Treppe. Die kann ich ja mal auseinanderbauen. Nein, das wird doch der Schmonz. Nee, du weißt doch gar nicht, wo ich bin. Ach so, ich dachte, das wäre Dori. Ey, aber das, wir können auch den Schwanz so bauen. Den Schwanz. Oh Mann, wir reichen die Seite wieder nicht. Oh, okay. Ja, genau. Genau das. Ich glaube, wir machen den Schwanz auch so. Schwanz? Schwanz? Schwanz hast du gesagt? Den Schwanz. Nee, wir können das als Schwanz nehmen, quasi. Also wir bauen das da hinten dran. Du meinst dieses Blätterdach, ne? Ja. Ja, dachte ich mir auch schon. Das passt nämlich so gut. Der ist auch wieder so schweifig halt. Monkel hat noch mehr Ideen. Ich hau den gleich. Wir machen auch auf jeden Fall den Eiffelturm für den Ollo. Monkel meint noch entweder die chinesische Mauer. Die haben wir doch hier schon. Genau. Oder den Koloss von Rhodos. Der spinnt doch, der Typ. Der hat doch zu viel Frisch. Der steht doch nicht mehr. Der hat doch zu viel. Also den haben wir dann schon gebaut. Guck, da steht er. Der hat zu viel frische Luft geschnappt. Huch. Das ist die chinesische Mauer. Hier, da. Die hüpf. Hallo Ameise. Wenn wir den aus Kleeblättern machen, dann wird das der Schweifelturm. Ah, ich weiß, warum wir... Kann der auch einen dicken Schwanz haben? Schwanz? Möchte ich eigentlich wissen, wovon ihr sprecht, oder? Vom Schweif, vom Pferd, kennst du das? Ich weiß nicht, was du meinst. Ich weiß nicht, was ihr meint. Oder es könnte auch so eine
Wir könnten auch eine gekringelte Form machen vom Schwanz. Schwanz. Schön. Ja, schön, wie die Wendeltreppe hier auch funktioniert. Nämlich auch nicht. Hey, wart doch mal ab. Ja, aber die ist im Boden, die ist kaputt. Das ist nicht korrekt. Die Bauaufsicht ist da. Das ist nicht nach der deutschen Norm. Ich höre sie aufzuregen. Das ist nicht nach der deutschen Norm hier. Das muss andersrum drehen, die Wendeltreppe. Das geht nicht. Ja, aber dann ist es ein Bauchfehler und sehen Sie die Wendeltreppe. Das geht nicht. Mich irritiert. Meinst du, aber was mich nervt? Na, hau dass ein. Dass wir den Schwanz dann nicht. dass wir den nicht. Sprech dich aus. Mitte. Wir müssen einen Doppelschwanz machen. Ja, dann mach doch einen Doppelschwanz. Mein Doppelschwanz. Ja. Okay. Heul nicht rum, sondern mach. Ja. Okay. Doppeliger Schwanz. Tanne will mich hauen. Clip ist erstellt. Ich geb dir gleich, ey. Ich verbiete das bald wieder, dass Clips erstellt werden dürfen. Hallo Arabask. Arabask ist so ruhig und die schwimmt. Arabask schwimmt bei mir. Oh no. Hock dich mal hin. Ich bin gar nicht in der Wanne. Ich weiß. Hock dich mal hin. Danklich vielleicht. Hock dich mal hin. Wir brauchen Klee. Wie hocke ich mich hin, außer Steuerung? STG. Ich hole noch Klee, laut, aber ich habe auch noch. Oder spring mal oder so oder mach irgendwas. Jetzt ist wieder gut. Aua, Minion! Die hat mich gehauen! Mach irgendwas! Aua, die Miauen! Ui! Oh, ich bin hier durchgefallen. Super. Pff. Wir brauchen auf jeden Fall noch Klee. Klee. Ganz viel Klee. Schee. Erträumsche. Erträumsche. Aber ihr habt hier schon ganz schön abgeholzt, ne? Ja. Aber das wächst alles wieder nach. Ja. Ich baue hier noch ein bisschen. Hier und da und tralala. Ich finde es voll doof, dass ich mein Häuschen auf dem Seerosenblatt nicht mehr bauen kann. Ich bin mit meinem auch unzufrieden. Ich glaube, ich mache das ja, auch nicht. Ja, ich eben nicht. Anders. Ich ja eigentlich nicht. Aber ich. La 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 la. La 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 la. Mein Hut, der hat Drecken. Drecken hat mein Hut. Traumfeld. Entschuldigung. Was macht eigentlich unsere Dose Noah? Was macht denn hier so ein Stinkkäfer an der Blüte? Dose Noah ist leer. Wir haben einen Stinkekäfer an der Blüte. Ja, warum ist die Dose? Schon mal da. Warum ist die Dose Noah dann auch leer? Hm? Woher kommt denn das? Weiß ich nicht. Weißt du wirklich nicht? Nein, ich habe nichts damit zu tun. Überhaupt nicht, ne? Nein. Ich weiß nicht, was du meinst. Komisch. Es gibt leider keinen Videobeweis. Nee, stimmt. Das habt ihr gemacht, als ich nicht dabei war. Ihr seid ja, das ist jetzt blöd, ne? Ja. Was er sagt, so, du liebst Clips, dann mache ich welche und das ist ja auch nicht richtig. Ich gehe jetzt in die Ecke weinen. Oh, Monkel. Wer weint? Wieso? Weil ich ihn wohl moppe. Moppe? Ich moppe den Monkel. Ich das hier nicht dran. Oh no. Das ist ein kurzer Schwanz. Schwanz. Kann ich denn hier noch... Das ist ein Schwö. Schwö. Wer hat denn hier das ganze Unkraut schon abgeholzt? Du. Nee, das warst du. Oh, ich hab noch ein Unkraut gefunden. Meine Mutter. Nee. Weiß nicht. Das ist jetzt blöd mit dem Schwanz. Voll leise. Ich mach mal so. Hier liegt da noch ganz viel Unkraut. Ja. Wir improvisieren jetzt. Monkel weint in der Ecke, dann müssen wir seinen Hammer nicht mehr fürchten. Jetzt müsst ihr keine Angst mehr vom Hammer haben.
Ja, aber ich habe den Chat nebenher offen. Verdammt. Wow. Und Dori hat auch einen Hammer. Das vergessen einige immer so ein bisschen. Ja, ich komme aus dem Hintergrund. Stille Dori. Ah, was lebst du noch? Ja, gut. Ich bin gerade unterwegs zu euch. Ich habe nur beim Kleeabbauen Megalags gehabt. Ja, wenn du rund ums Haus ist ziemlich laggy, weil das Spiel nicht mit klarkommt, dass wir so viel gebaut haben. Das was? Ist so übertreibt. Wir haben so viel gebaut? Dafür gibt es keine Videobeweise. Doch, ich habe meinen Beweis, dass du das aufgebaut hast. Doch. Fürs Haus haben wir das nicht. Okay, du baut sowas immer nur offline. Nee. Also sobald du an was kommst, wo wir viel gebaut haben, ruckelt es halt. Das ist wie bei Gronkh sein großes Gronkh hat bei Life in the Woods so ein riesen, er nennt es immer FPS-Haus, weil wenn er da immer auftaucht, weil er so viel Krams eingebaut hat und so viel Technik, da fängt das so am Ruck. Das ist auch hier bei uns auch so. Ja, das wollte ich sagen. Ich hab Sprachstörung. Findest du das lustig oder was? Bisschen. Nee. Nee. Genau, Monkel, werde ich mit den Banden. Nee. Mein Holz. Sag mal, wieso gehen wir einfach eigentlich fällen? Wir haben doch hier auch noch was. Mein Harz. Dein Harz? Mein Saft. Mein Saft. Mein Saft. Ich werde ihn beschützen. So, ich muss jetzt experimentieren, ja? Mach das. Also wenn ich, Moment, wenn ich... ich wenn du das machst und dann das machst und das machst? Nein, das reißt mit ab. Okay, alles klar. Okay, dann würde das nichts werden, so wie ich mir das hier... La 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 la. Hallo, Arabask. Hui. Wir müssen leider das Hinterdings hier, Hinternstabilisierung, wie auch immer. Ja, bitte. Dran bauen. Haben Sie Sprachstörung? Beim Schwanz. Ja, aber das sieht doch gut aus. Also, ich finde, es sieht gut aus. Wir müssen nur eins höher machen. Ist ja auch am Hintern. Also, das ist schon. Ja? Ja, eigentlich schon. Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst, Rami. Ich auch nicht. Nicht unterstützt. Also wir brauchen noch mal Klee. Du bist nicht unterstützt. Ja, ich habe Klee, aber ist es nicht unterstützt? Ja, wir müssen erst mal ein Dings noch machen. Mach mal. Ein Holz. Oh, Tanne hat Holz. Hast du kannst du mal, halt, Tanne, zurück. Zwei Holz hier dran machen. An den Schwanz. Oh, jemand hat Hunger. Jetzt geht das schon wieder los. Jemand hat Hunger. Guck, sag ich doch, das lag nicht an den Nachbarn. Oh, nicht den Rosenkohl essen. Ne, Dori weiß schon, wie... Das ist doch gar nicht. Hier fehlt noch ein Holz. Dori, ist ins Wasser gefallen. Gar nicht, ich bin gesprungen. Danke. Bitte. Guck mal, wenn wir noch einen weiter runter machen, können wir vom Wasser hier rauskommen. Ui, guck mal, das sieht doch schon... Ja, das dorianische Pferd wird... Das guckt dann über die chinesische Mauer? Ja. Oder? Irgendwie so. Aua. Ja. Das ist... Ja. La 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 la. Wir brauchen Hallo, noch mehr Seile. Pfeile? Wie kommst du auf Pfeile? Seile. Hallo Larissa, schön, dass du da bist. Du hast gar keine Nachricht bekommen. Was sind das? Aber jetzt bist du ja da. Minus 9 Pflanzenfasern in meinem Inventar. Oh, cool. Minus 3 und 2 mal 0. Irgendwas stimmt hier nicht. Ja. Ich hätte aber echt mal Bock auf so eine Runde mit diesem Fohn. Knoblauchfohn oder wie das nennt. Ja, das können wir heute auch noch machen. Ja. Wollen wir das nachher machen? Noch? Ja, machen wir noch. Dann lerne ich das auch mal kennen, das Knoblauchfohn. Ja.
Ja, ja, machen wir. Eine Late-Night-Runde machen. Yay, dann machen wir nachher noch. Hallo bald am Meer. Schön, dass du auch da bist. Kommst da ganz pünktlich. Ankündigung. Heute spielen wir Grounded und nachher noch Knoblauchfuhn. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Mag noch jemand dann mitmachen, wo man das nur zu viert? Oder man ich habe doch keine Ahnung, wie das funktioniert. Zu viert geht, aber ansonsten kann auch irgendjemand aus dem Chat einfach dazu joinen. Aber ihr dürft dann nicht gucken. Discord oder so, sondern der kann dann auch einfach so mit. Ja, das ist cool. Ihr dürft dann aber nicht gucken. Ja, das ist wie bei Scribble.io. Ihr dürft dann auch nicht im Chat gucken. Ja. Ja, also dranbleiben, dann könnt ihr daher vielleicht mitspielen und so. Die Pinnen schlafen. Was? Die Pinnen? Ach, die Pinnen. Die Pinnen. Die Pinnen. Mm, Knoblauch schmeckt gut. Oh, jetzt so ein Knoblauchbrot, ne? Da freut sich Herr Baum, wenn er dann vollgepestet wird mit Knoblauch. Hallo Schatz. Ich hab dich lieb. Gib ein Küsschen. Blablabla. Hi. So, dann lege ich das Rolltier ab. Dienstag ist zurzeit immer Grounded-Zeit, ganz genau. Es ist Grounded-Zeit. Kommt Grounded alle vorbei. Grounded. Huch, hier liegt ja Unkraut. So. Ist halt Stroh. Warum liegt hier Stroh rum? Was? So. Warum hast du eine Maske auf? Hallo, Frau Pinne. Ich brauche hier oben noch Seile. Habt ihr Seile? Daneben. Oh, daneben. Die daneben. Böse, 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 böse. Au! Ich will den Bogen nicht ausrüsten. Ach, hier unter ist direkt das Bein, ne? Du hast doch einen, du hast doch... Au! Du hast doch auch dein Dings, oder nicht? Dein Schild, ja. Ja, ja, habe ich auch. Ah, vielleicht kann ich deswegen den Bogen nicht ausrüsten. Ja, das kann... Au, 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 au. Was macht ihr denn da für einen Quatsch? Die machen Dinge. Was ist denn da? Ja. Stimmt, die machen Dinge. Steht auch in meinem Titel. Dinge mit der Spinne. Ja, ja, also falls jemand nachher Bock hätte mit heißt es jetzt Gartic Phone. Aber ich weiß nicht, ob ich gut im Zeichnen bin. Aber können wir vorab schon mal bestimmen, dass wir nicht so elendslange Sätze machen und so extrem schwer? Ja. Knoblauchbrot kann man nehmen zum Beispiel. Nicht irgendwie von wegen Person X macht mit Person Y einen Handstand und springt dabei im Dreieck und also, ne? Genau so was schreibe ich. Für den ersten Satz. Dori! Wollen wir schlafen gehen, damit es wieder hell wird gleich? Ja. Ist mein Inventar voll, obwohl es nicht voll ist. Cool, 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 cool. Hast du auch Nuller-Stacks? Ha? Ich hab Nuller-Stacks. Und minus 3 und so. Ach, ja, cool. Same. Also, das ist back gerade grandios. Larissa, ich hab deinen TikTok leider nicht gesehen. Also, ich bin bei mir bei TikTok raufgegangen. Und hast du mich markiert oder so? Ich kenne mich mit TikTok halt null aus. Nein, du musst direkt aufs Profil gehen. Ach so, das ist, also wenn sie mich markiert, kriege ich keine Benachrichtigung, dass sie... Ach so, das weiß ich nicht. Entschuldigung, machen Sie mir die Tür vor der Nase zu. Entschuldigung. Muss ich dann nochmal gucken. Weil ich habe nichts gesehen, leider. Oh, Dori, ich habe einen minus 27er Stack. Hä? Boah. Aber das hat beim letzten Mal auch schon so rumgebuggt. Ich kann noch minus 18, ich kann da nicht mithalten. Ich kann noch nicht schlafen. Aber der war eben erst bei minus 3, also vielleicht wird das nicht. Es geht auch erst um 8. Ich weiß, ich bin noch so ungeduldig. Was macht, hast du da immer noch deinen Rucksack eigentlich? Ja. Oder, warte. nee. Wird nicht mehr angezeigt? Nee. Ah, wenn ich es in die Kiste sortiere, wird es richtig angezeigt. Ja, wow. Genau, Idefix. Hallo, schön, dass du da bist. Ja, Larissa, heißt du auf TikTok genauso wie hier? Da müsste ich sonst so mal gucken gehen. Tiki-Toki. Tiki-Tok. Hallo, ich bin müde.
Wer kommt denn so wieder so spät nach Hause? Die Dori. Ich reite noch durch Nacht und Wind. Es ist die Dori mit ohne Kind. Du bist ein Kind. Es ist Dori mit ohne Kind. Mit ohne. Mit ohne. Ich kann mal Pommes mit ohne Mayo. Aber auch ich wollte immer alle Sachen mit ohne Soße. Ah, ja. Das war ja voll cool. Nein, du bist so abstoßend. Geht weg, das ist unser Essen. Geh weg. I have limits. I guess I thought I did. Wer hat bei irgendeinem Magenknot hier? Ist bestimmt meiner. Ich leg mal was in die Kiste zu Isen. Zu phrasen? Ja, aber ich habe das gerade mal abgehängt, was wir da so haben. Also euer Haus ist echt schön. Also ich habe jetzt schon ewig nicht mehr reingeguckt ins Spiel. Und da kamen auch zig Updates bestimmt seitdem. Aber es ist echt... Ja, geht. Zwei. Und am zweiten war... Geht! Ja, aber wir hatten noch nur zwei Updates, oder? Zwei größere, ja. Achso. Das Haus ist so schön. Nein, das war auf die Updates, Fräulein. Ich glaube, es geht los hier. Ja, geht so. Ja, ist okay. Lol, wie sieht das denn aus? Hui. Oh, bei mir hat es gerade Palimpalim gemacht. Der Nebeltürk. Oh, da hinten ist der Hintern. Das ist ja toll. Der Nebeltürk ist da. Das Nebeltürchen. Ja, cool, ne? Der Nebeltürke hat mir gerade Bits geschenkt. Dankeschön. Dankeschön. Bitte, Bits. Wir müssen mal gucken, ob wir auch irgendwie in die Schräge gehen können. Sonst wird das ja sehr kastiges Haarpferd. Verstehst du, wie ich das meine? Ja, ich muss. Ja. Hat dein Magen? Ja, hast du was gegessen? Hast du was gegessen, Kami? Ja. Ah, jetzt schon wieder ein Magen geknurrt. Ich habe Fullmagen. Krass. Ich glaube, die Stelle ist einfach hier irgendwo. Wahrscheinlich ist hier ein Geist. Ein Geist hat, der Hunger hat. Ich hatte das Pferd schon Hunger, obwohl es noch keinen Hunger hat. Hallo Nebeltürke, wer ist denn da mit dabei? Ja, Achtung, schauen Sie, ich habe ja einen Multistream. Und es ist dabei die Kami Katrin, die Dori, die auch live streamt das erste Mal. Und die liebe Arabask. Hallo. Hi. Geil. Hallo. Stille. Hi, na. Tschüss. Nebeltürke. Und Prost, ihr Nebeltürke. Sagt allen euren Freunden Bescheid, dass wir Takado streamen. Au. Au! Wir brauchen so einen Marktschreier. Au! Kommt die denn her? Na, nicht auf mich. Ich habe keine Rüstung. Was zieht denn auch wieder? Ich wollte nur von hinten eingreifen. Ja, von das war hinten. Natürlich. Das sagen sie alle. Gib mir meine Pfeile wieder. Von hinten an. Gib mir meine Pfeile wieder. Was? Ganz blöde Frage. Ja? Woher kriegt ihr denn diese Unkraut? Wie heißen die denn? Die wir wo bist du? Da jetzt brauchen. Ach da. Also einmal haben wir noch ein bisschen was. Einmal haben wir noch ein bisschen was im Lager. Komm her, komm. Und komm. Ey, was willst du? Ich hab ein Schild, guck. Also einmal haben wir noch ein bisschen was im Lager und sonst brauchst du halt diese Axt, die ich hier habe. Hallo, was macht ihr da? Ich hab den im Mund. Ich hab den mit dem Mund gefangen. Ich hab ihn mit dem Mund gefangen. Das sieht so doof aus. Ich bin komm mal mit. Robin Hood. Der Rächer der Enterbten. Robin Hood. Das ist Wilhelm Tell in schlecht gelaufen. Also ein bisschen haben wir hier noch was, das kannst du nehmen. Und sonst kriegst und brauchst du so eine Axt, wie ich hab. Die müsste man sich sonst bauen und dann kannst du Grundkrautstängel jäten gehen. Du musst mal gucken, Arabas, bei Herstellen und dann Werkzeug, also Werkbankwerkzeuge, die Insektenaxt.
Guck einfach mal, ob die sich einfach herstellen lässt. Vielleicht genau. Haben wir ja die ganzen Sachen da. Okay. Okay. Muss nur an die Werkbank gehen. Ja, Moment, ich muss meinen Ballast noch loswerden. Wir sind die Kinder der Villa Kinderpunsch. Wir lachen weiß und gefällt.